Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wir melden uns erstmals in dieser Woche nach Beginn der Krise online bei Ihnen. Wir haben ein paar Punkte, die uns sehr am Herzen liegen und die wir, Harald und ich, gerne euch kundtun möchten. Die Woche war sicherlich überwiegend der Fokus, was passiert mit den Mitarbeitern. Kurzarbeit, Kündigen, einvernehmliche Auflösung der Dienstverhältnisse. Es war hundertprozentig der Fokus. Und die Kurzarbeit wurde am Donnerstagabend fixiert. Harald, ein paar Punkte dazu. Was fällt dir dazu ein, dass das wichtig ist? Danke, Leo. Das schöne Gruß auch von meiner Seite. Das Kurzarbeitsmodell wurde ja jetzt nochmal wirklich grundlegend überarbeitet und jetzt wirklich in einer sehr verbesserten Version Donnerstagabend nochmal vorgestellt, weil eben zu Beginn der Woche viel zu wenig Inanspruchnahme erfolgt ist und die Regierung natürlich Wert legt, dass möglichst dieses Kurzarbeitszeitmodell genommen wird. Es wurde jetzt sehr für den Unternehmer auch kostengünstiger gestaltet. Das heißt, es gibt jetzt hier einen AMS-Zuschuss, der die wesentlichen Personalkosten, nämlich Bruttobezüge und alle Nebenkosten, abdeckt. Und der Unternehmer erhält hier einen entsprechenden Kostenzuschuss vom AWS und der Mitarbeiter, das ist auch das Positive, bekommt im Schnitt zwischen 80% und 90% Nettogarantie auf seinen letzten Nettobezug. Ja. Leo, ich glaube, das war jetzt doch interessant für viele Unternehmer, dass sie jetzt gerade am Freitag noch in dieses Modell geschwenkt sind. Ja. Absolut. Das, was aber hier absolut zu beachten ist, das AMS hat bis zu 90 Tage Zeit mit der Auszahlung. Das heißt, alle Unternehmen sind gefordert, die Finanzierung der Mitarbeiter in diesem Quartal Q2 selbst zu finanzieren und die Erstattung der Kurzarbeit wird zu 99% in Q3 stattfinden. Und da möchten wir schon überleiten auf die Liquidität. Das heißt, diese Woche muss zu 100% der Fokus auf die Liquidität, Sicherung der Liquidität für Ihr Unternehmen gelegt werden. Harald, Fokus Liquidität, was ja, hast du für Ratschläge? Ja, das ist richtig gesagt, wir müssen jetzt die Unternehmen bestmöglich begleiten, hier entsprechend die Liquidität über die nächsten Wochen, wahrscheinlich Monate sicherzustellen, weil auch wenn es leichte Abschwächungen in den Infektionszahlen gibt, wir gehen davon aus, dass die Gesamtwirtschaft in Österreich über Monate schwer beeinträchtigt ist. Und die Unternehmen müssen sich hier wirklich auch über den Sommer noch absichern, um ihre Zahlungsverpflichtungen einhalten zu können. Wir sind jetzt in Kontakt mit allen lokalen Banken, mit allen Förderstellen. Es gibt sowohl bundesweit als auch niederösterreichweit ganz spezifische Fördermodelle für die Unternehmen, die die Liquidität hier sichern sollen und wo es massive Unterstützung gibt, um hier über einen längeren Zeitraum wieder über die Runden zu kommen. Nicht nur was das Kurzarbeitmodell betrifft, sondern die Unternehmen sollen ja auch den normalen Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Es ist ja auch der Wunsch des Wirtschaftsministers und Finanzministers hier, die Liquidität aufrechtzuerhalten, den Kreislauf der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen hier, und Lea, ich glaube, da bist du ja der Experte schlechthin, wir empfehlen hier jeden einzelnen Aspekt zu betrachten, alle Unternehmen zu beraten, an welche Förderstelle wende ich mich, wie schaut das der Kontakt mit meiner Hausbank aus, welche Unterlagen müssen wir vorbereiten. Ja. Es müssen ja doch spezielle Liquiditätsvorschauen auch vorbereitet werden und da hast du ein ganz tolles Tool entwickelt, Leo. Ja. Wir haben ein Tool entwickelt im Unternehmen, das wir allen Unternehmen, egal ob Klienten oder Nicht-Klienten, zur Verfügung stellen. Auf www.w-wv.at finden Sie einen Unternehmenscrash-Rechner. Es geht darum, Sie sollten simulieren, wie entwickelt sich voraussichtlicher Umsatz in den nächsten Monaten, dazu die entsprechenden Kostensituationen in Relation zum Kontokorrentrahmen, welchen freie Liquidität steht Ihnen zur Verfügung, welche Kredite können gestundet werden und dieser Unternehmenscrash-Test-Rechner soll Ihnen mal plakativ fest und darstellen, welche Liquidität ist für Sie notwendig. Diese Seite, diese Parameter und diese Seite kann dann beigelegt werden für den Plan und für den Antrag zur NÖBEG, ÖHD, AWS und sonstigen Fördereinrichtungen. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Auch das ist eine Dienstleistung, die wir Ihnen anbieten wollen. Und
kommen Sie bitte auf uns zu. Das heißt, wir sind gerne bereit, Sie hier individuell auch zu beraten. Diese Woche, wie gesagt, absoluter Fokus auf Liquidität. Fangen Sie bitte an zu rechnen, welche liquiden Mitteln brauchen Sie in den nächsten 6 bis 9 Monaten. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Krise ist erst am Beginn und wir werden hundertprozentig diese Nachwehen im letzten Quartal sicher noch spüren. Und daher müssen Sie Ihr Unternehmen absichern. Liquidität ist Priorität Nummer 1. Letzter Punkt, den wir noch hätten heute, wäre dieser Seuchenparagraf, der hier im Internet auch kursiert. Harald, was geben wir hier für einen Tipp ab? Ja, wir haben uns jetzt hier kurzfristig noch mit unseren Rechtsanwaltspartnerkanzleien abgestimmt und es gibt jetzt hier eine ganz klare juristische Auskunft. Das heißt, wenn Ihr Betrieb aufgrund der Corona-Epidemie geschlossen werden musste, das betrifft insbesondere die Handelsbetriebe, die Gastronomiebetriebe, die Gesundheitszentren etc., die Kuranstalten, dann haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Miete vom Tag der Schließung bis zum Tag der Wiedereröffnung auszusetzen. Ja? Wir haben hier auch einen Mustertext für Sie vorbereitet, den Sie an Ihren Mietvermieter richten können, aber juristisch sind Sie hier in der Position, die Miete aussetzen zu können, einseitig. Ja? Und das empfehlen wir auch, da geht es um Liquiditätssicherung. Das ist jetzt kein Entgegenkommen des Vermieters, sondern das ist rechtlich abgesichert. Bitte nehmen Sie davon Gebrauch. Ja. Ja. Ich möchte noch von meiner Seite kurz sagen, wir können ja jetzt keine Pauschallösungen mehr anbieten. Jeder Unternehmer ist gefordert, wo er noch Unsicherheiten hat mit den Mitarbeitern, mit der Liquidität, mit Förderthemen. Kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie individuell, welche Lösung für Sie am besten ist. Und nutzen Sie die Zeit in den nächsten 1-2 Wochen, sich da bestmöglich auch vorzubereiten. First come, first serve. Dieses Prinzip herrscht bei den Förderstellen und bei den Banken, wenn Sie die Ersten sind, die Ihre Anträge einbringen. Wir haben letzte Woche sicher schon 30, 40 Anträge für die Unternehmen eingebracht. Unterstützen wir Sie gerne. Wie gesagt, es geht um Zeit. Sie müssen schauen, dass Sie jetzt in den nächsten Wochen Ihr Unternehmen für diese Krise gut aufstellen, sicher aufstellen und dass wir diese Krise durchtauchen können. Wir unterstützen Sie dabei. Wir sagen danke, schönen Abend noch und wir melden uns nächste Woche. Ja, wir melden uns nächste Woche mit dem nächsten Beitrag. Dankeschön. Danke.